Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsh Map vierfach ohne Gräben Version 1.2. Wir haben gerade Sand und Kies zur Zementproduktion gefahren und werden jetzt mal uns in den Forst begeben, weil ich habe kein Holz mehr. Werden mal ein bisschen forsten. Ich fahre gleich, weil ich eh in der Nähe bin, fahre ich mit diesem Gespann dahin. Dann kann ich auch notfalls noch ein paar Hackschnitzel abholen, falls da noch irgendwo Hackschnitzel rumliegen, die im Weg sind, die wir nicht brauchen. Und ja, schauen wir mal. Mich nervt das ein bisschen. Ich habe eigentlich keine Lust auf Forst, aber es ist, wie es ist, ne? Kann sich das nicht mal aussuchen. Eben ist kein Ponyhof, wie man so schön sagt. So, hier lasse ich den mal stehen. Motor aus. Motor aus, sagte ich. Dann gehen wir mal eben schnell zu unserem Ernter, den ich ja auch schon ewig nicht mehr benutzt habe. Mich erstmal wieder reinfuchsen muss, wie das geht. So, wie war das noch? Harvester anschalten. Schnittlänge 8 Meter, das war okay. Licht an, jawohl. Na, lassen wir mal. Ich muss mich da erstmal. Ich habe das so selten gemacht. Muss ich erstmal wieder gucken, wie das war. Was ich denn nochmal womit mache. Damit mache ich das. Wie kann ich den anziehen? Und wie konnte ich den noch rauf und runter fahren? Ah ja, okay. Ach ne, hoch. Nee, achso, zur Seite. Nee, auch nicht gut. Ich muss mich erstmal, ja, erstmal orientieren, sorry. Genau, so zur Seite. Das dann auch mal aus der Innenkamera gemacht. Nochmal das mal aus. Hier war es, wir können nur So rum, so. Ja, wie gesagt, ich muss mich da erstmal wieder reinfuchsen, wie das noch war. Mal gucken, wie
wie erfolgreich wir hier heute im Forst sind. Ne, vorwärts sollte schon gehen. Ja, schon recht viel Forst hier. Also gerade hier jetzt auf der Vierfach-Map ist das ja schon ziemlich heftig. Was es da so gibt. Aber es gibt ja auch schon Leute, die haben alle Bäume abgeholzt. Fate hatte da ja als Challenge sozusagen ausgerufen. Und es gibt Leute, die haben es geschafft. Die haben alle Bäume auf der Karte gefällt. Und ich jetzt frage, warum? Weil sie es können. Weil sie es können. Wir gucken mal, wie viel wir uns jetzt hier an Holz erstmal besorgen, damit wir erstmal dann wieder Ruhe haben, weil Forst ist nun wirklich nicht meine bevorzugte Tätigkeit hier, Bäume fällen. Aber es muss auch gemacht werden. Ist ja nichts. Nächster Baum, da ist der nächste Baum, den wir haben wollten. Ja, einmal schön hier durch die Fahrerkabine gezogen, auch nicht schnell. Das war's damit. Ah, mein Schatten. Bauen wir mal zu dem Bäumchen hier hin. Ist ja mal wichtig, dass ich die aus dem Weg räume, dass ich mir damit nicht selber den Weg versperre. Und noch ein Stück weiter. Ja, ich werde noch bis zum Ende der Folge werde ich hier noch werde ich noch Bäume fällen. Werde ich mal gucken, was ich dann mache. Aber erstmal Sägewert wieder in Gang kriegen hier. Das andere hat gerade keinen Wert. Paletten sind dann doch wichtiger Rohstoff, würde ich inzwischen fast sagen, bei uns. Da gibt's
gibt es schon großen Bedarf. Auf jeden Fall. Denn alles, was wir irgendwie produzieren, oder fast alles, wird auf Paletten verpackt. Und da wir von den Produktionen leben, ist definitiv nicht von der Hand zu weisen, dass wir Paletten brauchen. Oh Mann. Die schönen Bäume. Die schönen Bäume. Den da können wir gar nicht. Der ist mit diesem Gerät nicht kompatibel. Nehmen wir den. Uff. Umgefallen. Also ab und zu mal so ein Waldtag, das habe ich also auch in den, auf der alten Map dann nicht so oft mehr gemacht. Das ist, kann man mal machen. Kann man mal machen. Denke ich. Aber Dauer habe ich da auch keine Lust. Sprich, das nächste Opfer. Ja, wir haben es gleich. Mehr als diese eine Folge mache ich davon auch nicht. Wenn selber auf den Keks geht. Der ist zu weit weg, schade. Komm, machen wir hier noch. Habe ich schon gesagt, dass diese Folge Überlänge kriegt? Nein, ne? Habe ich nicht. Dann kriegt sie. Oh, verspielt.
Aber das dürfte jetzt auch wieder erstmal eine ganze Zeit reichen. Was wir jetzt hier ernten heute an Holz. Komm, den einen noch. Oder die zwei noch und dann ist Schluss. Jawohl. Haben wir. So, den holen wir uns noch. Dann ist Feierabend mit der Folge und mit Holzernten. Ich schleppe hier die ganze Zeit irgendwie so ein Teil mit rum. Auch nicht schlecht. So, den packen wir mal wieder zusammen. Und ich fahre dann mal hier raus aus dem Forst wieder. Ich werde mir hier mal so ein bisschen irgendwo hin, wo ich nicht so im Weg stehe. Nicht hier so. So. Habe ich jetzt hier einen Baumstamm mitgeschleppt? Nein. Schön. So. Jetzt müssen wir nur noch die Bäume alle einsammeln. Das mache ich aber in der nächsten Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mir einen Kommentar oder ein Like. Abonniert mich. Und noch viel mehr freue ich mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne, ciao!